Einfach mal ein Video drüber machen, wie wichtig das ist, dankbar zu sein. Und zwar aus ganzem Herzen raus, einfach dankbar zu sein für das, was ist und in allem auch was Gutes zu sehen. Wir sind heutzutage so fokussiert auf diese negativen Dinge in den Nachrichten, in den Medien, im Fernsehen kommen ja nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und dadurch ist unser Fokus so auf dieses Negative gerichtet und ja, da wo man den Fokus drauf richtet, das erschafft man sich, das erzeugt man sich und es gibt so viele schöne Dinge im Leben und man muss die nur mal wieder wahrnehmen. Selbst wenn man durch eine Stadt läuft, egal wo man rumläuft, man kann sich den Himmel anschauen, die Bäume und dankbar sein für jedes, ja, noch so schöne Ding, das man sieht. Und ja, deswegen kann es, denke ich, wirklich mal sinnvoll sein, so eine Zeit lang mal so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, zum Beispiel sich jeden Tag aufzuschreiben, so für was man dankbar ist, damit man einfach den Fokus mal wieder auf das Positive legt. Und wir haben das schon richtig antrainiert bekommen, nur Probleme zu sehen und was ist, wenn das Geld nicht reicht und was ist, wenn das passiert und jenes passiert. Man ist nicht zu 100% sicher und kann nicht zu 100% sicher sein, was morgen passiert. Und man sollte jeden Tag genießen, als wäre es der letzte. Und ja, aber damit meine ich nicht so, wie das vielleicht manche dann falsch auslegen würden. Oh, jetzt ist alles egal so und dann ist es einem egal, was man mit dem anderen anstellt. Nee, genau das Gegenteil. So, es könnte morgen vorbei sein, so, zack, weiß nicht. Egal was du machen wolltest, so. Tu das, was war dein Traum, so. Am Ende bereut man so die Leute auf dem Sterbebett. Die bereuen immer das, was sie nicht getan haben und nicht das, was sie getan haben. Und es geht darum zu leben. Und die meisten Menschen leben nicht mal richtig. Also die leben nicht mehr. Sie leben zwar, aber sie fangen ab der Geburt an schon zu sterben. Also das ist so ein latenter Tod, sage ich mal, und so jeden Tag das Gleiche und am Ende so, was war, jeden Tag auf die Arbeit gegangen und jeden Tag das gemacht und Arbeiten ist nichts Schlechtes, aber wie man arbeitet und mit was für einer Freude und dankbar dafür ist und wirklich seiner Berufung folgt, so zu was man sich berufen fühlt, daher das Wort Beruf, so in der Sprache sieht man eben schon so viel immer. Und ja, diese Dankbarkeit für alles zu empfinden und auch wieder diese Verbindung, dass man, ja, dass man aus einem entstanden ist, so. Alles ist im Prinzip das Gleiche, so. Selbst wenn man jetzt mal zum Beispiel von einer Urknalltheorie ausgehen würde, wovon ja manche Wissenschaftler ausgehen, was habe ich, wenn ich ein Stück Apfelkuchen habe? Ja, ich habe einen Apfelkuchen da stehen und schneide mir ein Stück ab. Was bekomme ich, wenn ich, was ist das für ein Stück? Es ist ein Apfelkuchen, so. Und
Mal angenommen, alles ist aus dem Urknall entstanden. Ja, dann ist alles aus einem entstanden, so eins, die Einheit. Und ja, wenn man jemand anderem was Schlechtes tut, dann tut man es gleichzeitig sich selbst und so. Da wird man irgendwann drauf kommen. Und es ergibt dann gar keinen Sinn mehr. Das ist auch mit Liebe deine Feinde gemeint und mit Nächstenliebe. Und es ergibt keinen Sinn, jemanden zu hassen. Wo Liebe ist, kann kein Hass sein. So. Wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Du kannst mit der Dunkelheit das Licht nicht verdrängen, so. Aber mit dem Licht die Dunkelheit. Und Freude, Licht, je nachdem, wie man das nennen mag, ist so der Urzustand, den der Mensch hat. Menschlichkeit. Woher kommt das Wort Menschlichkeit? Menschlichkeit sagt ja, dass man Güte beweist, dass man mitfühlend ist, Menschlichkeit zeigt. Und Menschlichkeit ist ja nicht der Ausdruck von Hass. Ja, also versteht ihr? Ja. Und die Sprache, wie gesagt, verrät einem so viel. Und Menschlichkeit bedeutet eben, diese Freude, dieses Mitgefühl. Und das ist der Urzustand von einem Menschen, menschlich zu sein, mitfühlend zu sein und nicht hasserfüllt zu sein. Dieser Hass, das entsteht nur von Projektionen aufs Äußere und von, je nachdem, wie man das Ganze beschreibt, von solchen Ego-Dingern, dass man sich nur noch mit sich selbst identifiziert, wenn man wieder diese Verbindung spürt und weiß, dass alles aus einem entstanden ist, dann kann sowas nicht mehr passieren. Du kannst niemanden verletzen. Du kannst es nicht akzeptieren, dass irgendwie getötet wird. Weil du weißt, dass du dich selbst tötest. Es wäre völlig, ja, es hat nichts mehr mit Glauben zu tun. Es ist ein Wissen. Aber das sind Zustände, die man, denke ich, selbst erfahren muss. Durch eine Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit. Und kein anderer kann einen da irgendwie hinführen. Man muss es selbst erfahren. Es kann, ich kann jetzt beschreiben, so wie sich das anfühlt, diese Verbindung zu haben. Aber man muss es selbst spüren. Ich kann dir auch beschreiben, wenn du einem Kind, das noch nie eine Orange gegessen hast, beschreibst, wie eine Orange schmeckt. Das kann man auch dem Kind beschreiben. Aber es ist was anderes, in eine Orange reinzubeißen. Man muss es selbst reinbeißen und spüren, schmecken. Und mit allen Sinnen das wahrnehmen, dieses Orange wahrnehmen, dieses Saftige, den Duft in der Luft und es selbst wahrnehmen. Und es ist was ganz anderes. Und dann ist es kein Glaube mehr, dass irgendwie alles verbunden ist, sondern es ist ein Wissen und es widerspricht dann völlig, irgendwie jemanden Schaden zuzufügen. Man macht es vielleicht oft unbewusst einfach. Aber man wird es versuchen, immer mehr abzustellen und sich immer mehr in so eine positive Richtung zu ändern. Und ja, ich glaube, der Dalai Lama hat zum Beispiel mal gesagt, so die Veränderung der Welt dadurch zu erreichen, durch eine eigene Veränderung der Persönlichkeit, mag vielleicht ein schwieriger Weg sein, aber der einzige. Das wird sinngemäß. Und ja, es ist eben so, man braucht nichts im Äußeren zu ändern. Das Äußere zieht nach irgendwann. Und das Weiche ist immer stärker als das Harte.
Alles, was hart ist, stirbt, wenn man in die Natur schaut. Und es mag vielleicht so ausschauen im Moment, dass die Welt vielleicht so schlecht wäre. Aber das Weiche, die Wahrheit setzt sich immer durch. Es dauert vielleicht seine Zeit. Aber es ist wie eben ein harter Stein, der einfach über Jahrzehnte, über Jahrtausende vom Wasser geformt wird. Und das Weiche besiegt das Harte. Und so ist die Natur und so läuft das Ganze ab. Und das wird man wieder erkennen, wenn man sich selbst entwickelt und Dankbarkeit wieder für die Dinge hat und sich aufs Positive konzentriert, ohne das Negative zu verdrängen. Man kann es wahrnehmen, akzeptieren, aber man kann das Positive im Negativen erkennen. Ich bin zum Beispiel dankbar dafür, dass ich gewisse Krankheiten als Kind hatte oder gewisse gesundheitliche Probleme, weil ich dadurch erkennen konnte, wie ich mich jetzt fühlen kann, wie ich jetzt meinen Körper immer mehr spüren kann durch eine so gesunde Ernährung zum Beispiel und so einen Lebensstil einfach, wo man wieder ganzheitlich die Dinge betrachtet. Jemand, ein Kind, wo zum Beispiel das Leben lang von Rohkost aufgewachsen ist, als Beispiel oder mit einer gesunden Ernährung, je nachdem, wie die jetzt jeder selber definieren mag, das kann es vielleicht gar nicht schätzen. Ja, wie es anders ist und dann fängt es mal an, sich vielleicht schlecht zu ernähren wieder und geht mal zu McDonald's und irgendwann merkt es, hey, ich fühle mich scheiße dann. Und dann kannst es erst wieder schätzen. Man kann erst das Licht wieder schätzen, dadurch, dass man die Dunkelheit kennengelernt hat. Und ja, dann wird man wirklich wieder dankbar. Genau. Und dann kann man auch in den Moment kommen, weil es keine Eile gibt. Es wird sich einfach durchsetzen, so. Wenn die Zeit gekommen ist. Und man muss natürlich auch was für tun. An sich selbst arbeiten. Also nicht stehen bleiben. Aber das, was man macht, im Moment genießen. Bei der Sache sein. Und das schafft man immer mehr. Macht's gut, Leute. Ciao.